reden wir schon so lange davon 3D-Druck und haben überhaupt nichts ausgedruckt. Deswegen werden wir heute mal drucken. Und bevor wir das machen können, schauen wir uns noch ein, zwei kleine Sachen an, wie man das da vorbereitet, dass wir dann einen gescheiten Druck zusammenbringen. Also, schauen wir mal. Da habe ich also den Pinguin jetzt offen, vom letzten Mal, gell? Ihr könnt euch erinnern. Da schaut er uns an. Und den, unten ist der Hohlraum drinnen. Und den haben wir einfach mit irgendeiner Größe gemacht, gell? In dem Fall sehen wir das da. Der Hohlraum innen ist ein Durchmesser mit 15. Und der Körper ist ein Durchmesser mit 20. Okay? Jetzt, wenn ich das aber auf diesen Bleistift da aufhören will, dann hat der nicht 15 da innen einen Innendurchmesser, sondern was anderes, gell? Das könnt ihr jetzt da mit einem Messschieber ablesen. Dann komme ich drauf, der hat 7 mm. Ja, passt das zusammen? Der Bleistift 7 mm, gell? Deswegen hebt es da gut. Also den kleinen habe ich da schon einmal. Und wenn ich jetzt sage, jetzt nehme ich halt zum Beispiel den Dübel da, weil ich ihn gerade gehabt habe. Der hat einen Durchmesser von 10 mm. Jetzt müsste ich es irgendwie schaffen, dass ich da den Pinguinkopf so skalieren tue, dass da unten drunter der Hohlraumdurchmesser genau 10 mm ist. Weil sein tut er ja 15. Jetzt könnt ihr das einfach eiskalt da hineinschreiben, aber dann passt ja nichts mehr von den anderen Proportionen. Die Wandstärke stimmt nicht, die Quader stimmen nicht. Da stimmt noch ein Loch da unten drinnen. Ich möchte also, dass diese ganze Figur in der Größe angepasst wird. Da schauen wir uns jetzt noch geschwind an, einen Befehl. Den tue ich da oben einfach nach unserer Variablen fein hinein. Mache ich mal ein paar Leerzeichen, Leerzeilen. Heißen tut er Scale, skalieren. Runde Klammer auf, runde Klammer zu. Und was wollen wir skalieren? Wir wollen in dem Fall alles, hoppla, das war die falsche, alles skalieren. Also von hier bis ganz nach hinunter, da machen wir das jetzt, kommt die falsche, so. So. Jetzt wird also da alles skaliert. Und wie funktioniert das? Scale. Jetzt muss ich ihm sagen, wie viel in der X, wie viel in der Y, wie viel in der Z-Richtung er denn da das verändern soll. Also, das kenne ich mir auch schon. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und wenn man da auf die Idee kommt zu sagen, passt, lass es in Ruhe, tun wir einfach mal da hinein 0, 0, 0. Und dann startet man da mit Rendern. Weg ist es. Weil er hat genau das gemacht. Das Ding ist jetzt irgendwie da drinnen mit einer Größe von 0. Weil dieser Skalierungsfaktor da drinnen, diese 0, heißt, multipliziere die alle Längen in x-Richtung mit diesem Faktor, nämlich 0, und weg sind sie. Das heißt, wenn ich nicht will, dass er irgendwas tut, dann sage ich einfach 1, 1, 1, F5, und dann ist es wieder da. Das heißt, Durchmesser 20 mal 1 ist Durchmesser 20. Passt. Und ich habe mir das jetzt so überlegt. Ich möchte schlicht und einfach am Anfang vom Programm hinschreiben müssen, gewünschter Innendurchmesser. So. Und den nenne ich einfach D-neu. Angenommen, ich möchte es halb so groß haben, dann würde ich da hineinschreiben, neuer Durchmesser 7.5. Strichpunkt. So habe ich da meine Variable d neu deklariert. Und jetzt brauchen wir uns nur überlegen, wie denn das in der Mathematik funktioniert hat, dass ich das ausrechnen kann. Weil der vorhandene Durchmesser ist 15. Und dann ist immer die Frage, womit muss ich 15 multiplizieren, dass 7,5 herauskommt? Würde man also anschreiben mit 15 mal x ist gleich 7,5. Wir kennen das. Wir bringen einfach das 15 auf die andere Seite und dann steht da x ist gleich 7,5 dividiert durch 15. Na, das mache ich einfach. Ich nenne das einfach SK für Skalierungsfaktor. SF Skalierungsfaktor. Gefällt mir fast besser.
ist gleich. Da habe ich gesagt, den neuen Durchmesser dividiert durch das, was wir da programmiert haben, und das ist 15 Strichpunkt. Das war es eigentlich schon. Mehr brauche ich nicht. Okay, ich kann jetzt da also da hineinschreiben SF. SF, das muss in alle Richtungen gleich sein, gell? SF. Und das werden wir jetzt gleich sehen, ob ich mich da vertan habe oder nicht. Ich drücke einfach F5 und der ist halb so groß. Okay, wenn ich das auf der Skala da anschaue. 1, 2, 3, 1,5. Das geht sich also genau da aus. Wenn ich also jetzt da habe, ich möchte es gern Zähne haben, weil mein Dübel hat ja Zähne, dann muss er das nur um den Faktor vergrößern. 1, 2, 3, 4, genau bis 5. Genau bis 5, passt. Das heißt, der hat jetzt skaliert die richtige Größe. Das heißt, jetzt kann ich sagen, okay, jetzt ist die Figur fertig, jetzt sage ich, die Feinheit soll 150 sein, F5. Diese Schnelldarstellung geht ja recht schnell, ja? Aber das ist ja nur die Darstellung da auf dem Bildschirm. Und jetzt müssen wir erst einmal da das 3D-Modell erstellen. Das ist da oben drinnen und da Design rendern. Ja? Da ist daneben schon ein F6, also wenn ich immer da F5 mache, das Gerumpel da im Hintergrund, das ist der Pauli, wie er da herumturnt. Wenn ich da immer F5 mache, dann rechnet das Screen aus. Und jetzt drücke ich mal F6. Da verschwindet das ganz mysteriös und man sieht da herunten Rendering Polygon. Das Rauschen erhöht sich, das ist der Lüfter. Okay, man sieht schon, das strengt ihn ziemlich an. Obwohl das jetzt nicht gerade der schwachbrüstige Rechner ist. Tada! Fertig ist es. Okay, das ist also nicht die Darstellung da, sondern der hat jetzt in seinem Speicher drinnen dieses 3D-Modell. Und da haben wir noch wo habe ich das gesehen einmal? Da habe ich es gesehen. Okay, das war also F5 für schnelle Vorschau, F6 für 3D-Modell rendern, und wenn man da sagt, exportieren als STL, das sind diese 3D-Modelldateien, da steht F7. Das ist also F5, F6, und jetzt machen wir F7. Und das nenne ich jetzt, der heißt bei mir Pinguin 2. Kann sein, dass man das Fenster gar nicht sieht, oder? Ist ja wurscht. Den nenne ich jetzt einfach 10, damit ich weiß, dass das da der 10mm durchmessende ist. Speichern. So, damit haben wir jetzt da im OpenSCAD alles erledigt. Und als nächstes schauen wir uns an, wie denn aus dieser 3D-Modelldatei die 3D-Drucker-Datei zusammenbringen. Ich verwende dazu einfach das Programm von Ultimaker oder Cura. Das kann man sich da kostenlos runterladen, weil ich einfach diesen Ultimaker-to-go-Drucker verwende. Ja, das ist also symbolisch da der Druckbereich. Da kann ich zubefahren, das kann ich drehen, von alle Seiten anschauen. Machen wir es mal auf. Wo habe ich denn das reingetan? Zack, Schule, digitale Welt, OpenSCAD. So, und da habe ich jetzt da mein Pinguin. Da steht er. Schaut halt da hinüber. Und was sehen wir da? So, wenn ich das da von unten anschaue, dann sehe ich schon, da haben wir so rote Flächen. Das deutet also darauf hin, dass das ein Überhang ist. Und das kann er natürlich nicht drucken, weil in dem Moment, wo er da drucken möchte, wird einfach die Masse runterfallen. Geht nicht. Das Blaue zeigt mir da, wo er aufliegt. Das passt gut. Und ich mache da dann einfach da oben rechts. Da sind die Settings. Ich habe mir da vorher einfach diesen Ultimaker to go die Einstellungen reingeladen und der versteht sich da wunderbar mit dem. Ich sage einfach, so genau druckt es. Also das ist der Abstand von der Schichtstärke, 0,1 mm, das passt völlig. Das Infill, das macht er eher automatisch, das könnte man gerade ein bisschen weniger machen.
Üblicherweise habe ich das bei 20 und dann hat das eine ausreichende Stabilität. Das ist also diese Stützstruktur, die da im Körper drinnen gemacht wird, macht alles das Programm. Support muss ich also jetzt ankreuzeln. Dann macht das so Unterstützungsstrukturen. Wir sehen es nachher eh später, dass da die Nasen und die Augen zum Beispiel nicht runterfallen. Und Adhäsion, da vergrößert er einfach am Anfang den Bereich, wo die Figur da am Platz festgehalten wird. Da ist die Haftung einfach besser und das kann sich nicht verziehen. So, und wenn ich das alles gemacht habe, die Einstellungen, brauche ich dann nur sagen Slice. Und dann sagt er schon, das dauert 27 Minuten und braucht 28 cm von dem Filament. Da kann ich einfach sagen, Save to Removable. Zack, und jetzt hat er mir es eh auf die falsche Platte gespeichert. Muss ich noch irgendwie kopieren. Ja, und wenn man sich das anschauen will, was denn da passiert, dann kann man da auf Preview klicken. Und dann sieht man alles. Das Blaue ist also jetzt da diese Adhäsionsschicht. Da sieht man diese Unterstützungsstrukturen. Und die kann jetzt mit diesem Menü da runterfahren und sieht so die einzelnen Schichten, die er da anlegt. Und da kann man eben erkennen, da, ja, da sieht man schon alles. Also, wenn es ganz unten ist, die erste Schicht, das Blaue, das kann man nachher wegschnipseln. Das Rote ist praktisch die Außenwand und da das andere da drinnen ist die Innenstruktur. Und wenn er da jetzt so hoch geht, okay, da sieht man es jetzt, da fängt er an, diese Stützstruktur zu machen. Und da innen das Teil und das, was man da außen sieht, das sind diese, die andere Stützstruktur, dass das Ding nicht runterfällt, also dass er so überhängende Sachen drucken kann. So. Man sieht es da schon, gell? Da kann er dann, das sind nur winzige Berührungspunkte, das reicht aus, dass die Schicht da haften bleibt. So, wo habe ich da die Maus? Und das breche ich noch einfach weg. So, jetzt noch für die Augen. Und schon sind die Augen da. Und dann hat er da irgendwann einmal den Deckel, gell, da. Dann macht er die Stützstruktur für die Halbkugel. Oben ein bisschen dicker. Und dann kommt jetzt noch da der Haarbusch. Fertig. Und da kann man sich für jede Schicht anschauen, wie denn der Drucker da fahren wird. Ja? So, das macht in der Schicht. Dann könnt ihr auch nicht weitergehen und können wir das so also anschauen. Aber lustiger ist es dann einfach dem zuzuschauen. Da sind keine Fehler drinnen. Passt. Okay, gespeichert ist es. Dann schauen wir jetzt einmal hinüber zum Ultimaker-Drucker. So, ich brauche also nur da die SD-Karten jetzt rein tun. Dann gehe ich da auf Print. Da steht es, Pinguin 2. 27 Minuten. 28 cm. So geht es da immer hin und her. Und wenn ich das jetzt auswähle, dann legt er los. So, jetzt tut er das einmal vorheizen. Das dauert ein bisschen. Und dann eine halbe Stunde lang drucken. Aber keine Sorge. Ich glaube, ich werde den Film ein bisschen beschleunigen. Das wird sonst recht meditativ, da eine halbe Stunde lang zuschauen. Ja dann, starten wir.
So, da ist er. Man sieht schon da oben der Spitz, das ist gar nicht mehr so leicht, weil der so dünn ist. Da sieht man jetzt diese Stützstrukturen unter die Augen unter der Nase. Und da ist nachher noch der Hohlraum. Das kann man jetzt das so wegbrechen und mit dem Cuttermesser dann genau zuschneiden. Jetzt mal das weg. Ich glaube, da nehme ich doch besser ein Messer. Also da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die man dann so ausbessern muss. Und dann muss ich da diese Innenstruktur noch rauskriegen. Ich fahre da meistens mit so einem Schraubenzieher da rein und drehe einmal ganz energisch. So, jetzt ist alles heraus. Den putze ich nachher noch schöner. Passt, da ist ja der Pinguin. Oh, das fängt ja schon gut an. Am Screen sieht man nichts, aber in der Kamera. Mein Begleiter. Oh. Der Hort. Jetzt zeigen wir also wieder nur eine Katze, gell? Ich glaube, ich muss da nochmal auf Stopp drücken.